Mumike hat unendliche Strapazen auf sich zu nehmen, um die richtige Kleidung zu finden. Denn schon mit dem Kostüm wird die komische Figur in vieler Hinsicht festgelegt. Der moderne Zuschauer ist inzwischen so anspruchsvoll, dass er über zu groteske Kostüme nicht mehr lacht. Darum ist es wichtig, den Grad der Übertreibung exakt zu treffen. Sogar wenn der Komiker scheinbar normale Kleider trägt, ist es selten, dass sie perfekt passen. Sie sind wahrscheinlich ein bisschen zu klein oder ein bisschen zu groß. In ihrer Wirkung können diese kleinen Unterschiede sehr bedeutend für den Künstler und das Publikum sein. Die Person in dem etwas zu großen Anzug verkörpert einen völlig anderen Typ als die in dem zu kleinen Anzug. Wie in der Welt der Haute Couture können 1,5 Zentimeter am Kragen oder an den Manschetten darüber entscheiden, ob ein Kostüm wirkt oder nicht. Mit dem Aussehen allein ist es allerdings nicht getan. Der visuell arbeitende Komiker erreicht sein Publikum nur dann, wenn er komisch spielt. Aber was ist komisch? Kevin wird jetzt 3 grundlegende Prinzipien visueller Komik demonstrieren. Und dazu verwendet er nur diese Banane. Prinzip Nummer 1. Ein Objekt kann komisch wirken, wenn es sich auf unerwartete Weise verhält. Prinzip Nummer 2. Ein Objekt kann komisch wirken, wenn es sich an einem unerwarteten Platz befindet. Prinzip Nummer 3. Ein Objekt kann komisch wirken, wenn es die falsche Größe hat. Ja, Humor kann schwere Kost sein. Aber der gute alte Bananengag, der funktioniert immer wieder. Man sieht eine Bananenschale und weiß sofort, da rutscht gleich einer drauf aus. Aber es kommt darauf an, wie. Die britische Kulttruppe Monty Python bietet weitere Varianten zum Thema Esst mehr Obst. We now come on to a considerate. Was für die Banane gilt, gilt auch für Kevin. Nehmen Sie Prinzip Nummer 1. Kevin ist ein ganz normaler Mensch, also wirkt er automatisch komisch, wenn er sich ungewöhnlich verhält. Zum Beispiel wie ein Gegenstand. Oder wie ein Tier. Während ein Tier komisch wirkt, wenn es sich wie ein Mensch verhält. Prinzip Nummer 2. Kevin kann komisch wirken, wenn er an einem unerwarteten Platz auftaucht. Und Prinzip Nummer 3. Kevin kann komisch wirken, wenn er die falsche Größe hat. Al, you got that file on Eddie Casali's? Got it right here. Thanks. Oh, and Al, get yourself a haircut. You look ridiculous. Sorry, Captain, I was just trying something different. Wenn Kevin sich wie ein Hund verhält, der eine ungewöhnlich kleine Banane in einem Schrank isst, dann arbeiten alle 3 Prinzipien gleichzeitig.
Natürlich ist das nicht unbedingt dreimal so komisch. Im Trickfilm können unsere drei Prinzipien in ihren Extremen angewandt werden. In der Animation können sich Dinge wie Personen völlig überraschend verhalten. Sie erscheinen an den merkwürdigsten Plätzen. Und sie haben die unwahrscheinlichsten Proportionen. Genau, a bit of fun. Slapstick-Komödien haben eine alte und dauerhafte Tradition, wenn es um körperbezogene Komik geht. Es macht uns immer wieder Vergnügen, Leute zu beobachten, die Unfälle haben oder durch einen anderen Akt der Gewalttätigkeit verletzt werden. In den frühesten amerikanischen Comedy-Filmen gab es fast nur noch gewalttätige Aktionen. Der etwas exaltierte Herr im hellen Anzug ist Mack Sennett. Er war das erste große Genie der Leinwandkomik und erfand die Keystone Cops. Auf seine anarchische Weise begeisterte er das Publikum rund um die Welt mit Filmen, in denen die Menschen dauernd kämpften, sich jagten oder irgendetwas zerstörten. Seine Figuren waren nicht nur Komödianten, sondern auch die Terminator und Robocops ihre Zeit. Das ist schon erstaunlich, wie manche Kopf und Kragen riskieren, damit wir etwas zu lachen haben. Unser lustiger Kevin scheut übrigens auch kein Risiko. Natürlich gibt es auch blaue Flecken, nicht nur bei ihm. Bleiben Sie dran.